Was? Gönnung! Ja, wir sind wieder bei Let's Play Starbound. Diesmal mit vollständiger Anmoderation, habe ich gehört. Bitte? Natürlich. Der 42 ja, wollte uns jetzt auch informieren über die tollsten Momente bei Life is Strange, die er da hatte. Ja, Life is Strange ist ein gutes Spiel. Also, tatsächlich. Achso, übrigens, für alle, die etwas verwirrt sind, weil ich nicht mehr an derselben Stelle stehe wie in der letzten Aufnahme, 42 musste nochmal kurz weg und ich habe mir einfach mal erlaubt, in der Zwischenzeit ein bisschen weiter zu gehen. Das ist so. Wenn die Freundin sagt, ich brauche das jetzt, dann muss er halt auch mal ran. Keine Sorge, ich habe auch nur ein Manipulator-Modul in der Zwischenzeit gefunden. Wir machen mal eine Survey auf Twitter, werden wir mal eine Umfrage machen. Was machen wir mit UWAP? Verbrennen, anzünden, vergiften, öffentlich auspeitschen. In welcher Reihenfolge ist die Frage eigentlich? Das Gute, in welcher Reihenfolge, womit fangen wir an? Aufhängen. Betonschuhe. Maßgeschneidert. Ja, mit Betonschuhen aufhängen, oder? Genau. Ja. Das ist viel effektiver, habe ich gehört. Die guten, statt den Air Jordan kriegst du dann Beton Jordans. Sollte ich Air Jordans kennen? Ist das nicht eine Schuhmarke? Ich habe keine Ahnung. Okay. UWAP, das weiß ja, sogar ich. Das kein, ist schlimm. Kein Schuh, das glaube ich dir nicht. Über das Johnny Zane weiß gar nichts. Ja, aber das hochprofessionell, möchte ich mal so sagen. Ah. Okay, das glaube ich dir von mir aus. Xane weiß nichts, aber davon reichlich. Und das kann ich dir wunderbar mit Quellenangabe genau bestätigen. Kann ich dir bestätigen, schon seine Lehrer in der Schule damals haben gesagt, der Junge weiß einfach nichts. Aber der weiß ganz genau, warum er nichts weiß. Oder ist ähnlich. Weil er blöd ist. Genau. Amtlich blöd, ja. Das, nur blöd reicht nicht, man muss das schon amtlich bestätigen. Amtlich überprüft. ISO-zertifizierter Idiot. Ja, genau. Ich muss halt grinsen. Oh, das ist ja. Also, wir haben bei uns im Betrieb nur ISO-zertifizierte Idioten. Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißt. Also, auf der Dose steht ganz groß Absolute Zero, ne? Wenn das nicht hilft. Eine, nicht irgendeine Null, ist eine absolute Null. Das muss man auch qualitativ quasi. Es ist keine relative Null. No. Ah, es ist schon spät, ne? Oh, gern in der Aufnahme quasi. Ist noch Luft nach später. Luft nach später? Genau, ist auch schön. Ich bin ja schon sowas von gespannt, in welchem Zustand ich morgen unterrichten werde. Hört sich nach einer Aussage von Stromberg an. Ruft noch später. Das kriegen wir noch hin. Krammeln wieder irgendwelche Viecher. Ziemlich viel. Was ist das eigentlich hier? Elgisalt. Also außer Elgisalt und Ferrozium gibt es ja eigentlich nichts, oder? Nichts Neues zumindest. Ja, Violium. Violium? Gab's hier Violium? Ja. Das ist das lederne Zeug. Warte. Das lederne, das grüne und. Der hat sich nicht gemerkt, was er hier abbaut. Erinnere ich mich. Oh ja, tatsächlich, Violium. Und. Das ist genau das lilafarbene. Ferrozium. Und Ägisalt. Ja. Und Kupfer gibt's jetzt ziemlich viel, überraschenderweise. Ja, das stimmt. Der UWAP spielt das zum ersten Mal, das muss man berücksichtigen. Weg. Aber Durastil findet man hin und wieder auch noch. Ja. Ich habe ein bisschen was davon im Inventar. Alles. Alles, ja. In diesem Spiel gibt es genau 523 Milliarden Blöcke Durastil. Ich habe sie alle im Inventar. Ja. Ach. Oh, ein Manipulator-Modul. Ein zweihändiger Stab. Okay. Was? Jetzt wird's merkwürdig. Ja, weil ich euch nicht hinterhergelaufen bin. Er bedient seinen Stab nur zweihändig. Ja, was? Das ist richtig. Ja, klar. Und ich dachte, ich hätte heute die Absolute Zero Nummer hier. Aber gut. Dann lassen wir das den. Oh, Uwe-Modul. Ein Upgrade-Modul. Oh, eine total nutzlose Waffe. Und Violium. Oh, etwas Nutzloses. Oh, etwas noch Nutzloses. Oh, nice. Was? Violium ist doch nicht nutzlos. Nein, das,
bezog sie auf die Waffen. Achso. So, jetzt erstmal 200 Solariumblöcke herstellen. Und eine Dura-Stahltür. Der Assi-Toaster wäre stolz. Der was? Kennst du den Ausdruck nicht? Nein. Assi-Toaster fürs Solarium? Nein. Ich bin enttäuscht, Uwe. Ich nicht. Bist du echt so alt? So jung. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich weiß nicht, in welchem Buch über Jugendsprache das wohl drin stand. Den Ausdruck, ja, wahrscheinlich in dem von 1985. Nein. Ich bin nicht Xane. Hey, hey. Ja, also, nur weil ich mir das vorlesen lassen muss, was in dem Buch drin steht. Wo ist denn nochmal meine Lesebrille? Ich hab sie schon wieder verlegt. Ah! Fuck. Tot? Nein! Oh, jawollo. Ja, das wird jetzt spannend. Ich glaube, ich muss gleich sowieso mal zurück und mein Inventar auskippen, weil mein Inventar komplett voll ist. Hashtag Müll. Also ich bin dann mal eine halbe Stunde unterwegs. Oh, ich hasse diese kleinen Steinklötze. Die sind echt ich weiß, mit was ich die Folge verbringen werde. Mit ISO-zertifizierten Vollidioten? Ja, das auch, aber ich meinte eigentlich damit, mein Zeug wieder zu sammeln. Nice. Hm. Weil ich bin jetzt erstmal eine halbe Stunde unterwegs, bis ich das wieder gefunden habe. Ich bin ja anders lang gegangen als ihr. Das heißt, ich muss nochmal oben anfangen. Ich wollte sagen, wie du bist anders lang gegangen als wir. Ich bin ja auch woanders hergegangen. Ich hab einen anderen Weg genommen, unten. Ja, ich bin ja unten auch woanders hergegangen. Als Excel? Oh, eine Truhe. Ja. Hä? Oh, ein Teleporter-Core. Ja, nice, ne? Sehr gut. So. Peng. Was ist das hier eigentlich alles? Ups, das wollte ich nicht. Ich kotze ab. Batterien, okay. Das ist nicht das Problem. Hm. Vielleicht auch. Ein Kristall. Oh. Ich habe ihn kaputt gemacht. Die Bäume hier sind cool. Die sind nicht alle gefroren. Schon wieder. Allgemein, wenn man von dem Startpunkt aus nach links geht, das ist echt eine schöne Gegend. Mhm, ja. Ich dachte, ich gehe mal nach links, ist vielleicht schneller als rechts lang. Keine Ahnung. Was gibt's denn da zu knuspern? Hm? Keine Knusper, Ahnung. Knusper, Knäuschen. Er knuspert an seinem Häuschen. Oh, eine Truhe. Oh, ein Manipulator-Modul. Jo. Das war Xane unter Discord. Ja, ich soll. Ja. Das war eine. Das Leben des Jim Gemeinschaftsleistung. Ein Gemeinschaftsprojekt. Xane featuring der Discord. Könnte auch ein schlechter Rappername sein. Oh, Prism Chair. Blueprint, toll. Ebenso mit Hit, Verbindung mit Hits. Wie Deutschland, das dritte Weltland des Internetausbaus. Ja. Oh, ein Manipulator-Modul. Ach komm. Zünd dich an, bitte. Oh, zwei Nano-Rap-Bandage. Du spürst es auch langsam, ne? Was heißt hier langsam? Also, komm. So seit 180 Folgen. Ich habe deinen Hass nur bisher nicht überwiegend positiv kommentiert. Das ist der Unterschied. Oh, ein Manipulator-Modul und ein Attacker. Oh, ein Manipulator-Modul. Und schön. Ein Platin-Bohrer. Ah! Oh, was haben wir denn hier? Das Fuck! Mir. Hoffentlich stirbst du. Ein Nein! Schiff, ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Da. Wahaha. Und gestorben? Nein. Oh, ich bin enttäuscht. Nicht mal das kannst du. Okay, ich habe hier noch einen Nano-Rap-Bench eingesammelt. Die liegt erstmal da oben in die Leiste. Was gehst du plündern? Das Piratenschiff im Himmel. Das was? Ach nix. Diamant-Tech-Karten, her damit. Da-dum. Noch ein Manipulator-Modul, nehmen wir gerne. Immer gern gesehen. So, war jetzt was drin? Achso, habe ich schon geplündert. Was war hier drin? Achso, habe ich schon geplündert.
Und der lass ihn nochmal auf den Thron. Oh, da ist aber nur Kacke drin. Oh, und ein Manipulator-Modul. Macht nicht, ist guter Düngung. Nur noch, ich will keine Aufträge, geht weg. Noch ein Manipulator-Modul. Die ganzen damit. Aschewolken, wenn sie sterben. Brauche ich nur noch 20 oder so. Interessant. Natürlich ein leerer Schrank. Wie sah nochmal der Eingang zu unserer Höhle aus? Keine Ahnung. Geschlossen. Ja, ich auch nicht. Das ist das Problem. Ich glaube, ich bin bald in der Nähe. Vielleicht kann ich dir dann helfen. Oh, die Drecks-NPC. Mach die Tür. Also. Kann sich das bildlich vorstellen? Einer steht auf einer Seite der Tür, der andere auf der anderen. Tür auf, dir zu, Tür auf, dir zu. Oh, eine Schatzkarte, wie schön. Weg damit. Titanium. Ja, damit. Na toll, jetzt fängt hier der Schneesturm an. Oh, oh. Oh, eine Truhe. Oh, ein. Nein. Was auch immer. Ah! Nein, bei dir nicht. Niemals. Bist du schon durch das Öl? Ah, nee, du bist noch nicht in der Höhle, ne? Ich bin in die andere Richtung gegangen. Also ja, ich bin noch nicht in der Höhle. So, jetzt nochmal Restes. Oh, ich brauche ihn nicht. Oh, jetzt Saxophon. Da ist, wo dieses Stoppschild steht. Da ist unsere Höhle. Ah, ja, richtig. Okay, das kann man ja eigentlich gar nicht verfehlen. Kommt drauf an. Auf was? Ob es das nicht vielleicht noch öfters hier gibt. Stoppschild mit Loch drunter? Ja. Wer weiß. Ich würde das jetzt einfach mal anzweifeln. Ohne Truhe. Ohne schlechte Waffe. Und Violiumerz und Silbererz und Eggisalterz. Da will man nur mal kurz was snacken und schon greift irgendein Vogel an. Ja, das Problem kenne ich. Fürchterlich. Das ist, wenn der Uwab immer im Park sitzt nachmittags. Er hat tatsächlich Hähnchen gedroppt. Oh. Ich habe gerade ein Viech besiegt, das ein hohes Steak gedroppt hat. Oh, und ein Arbeitsspeicherstick. Endlich kannst du dann Server upgraden. Was ist das denn hier? Ich habe ein Labor gefunden. Wieso geht die Tür nicht wieder zu? Apex-Labor? Kann man mal scannen? Nee, ich glaube kein Apex-Labor. Oh, Medical Kits. Danke, ich leihe mir die mal kurz aus. Aber die haben eine Quest. I will need to gather 2 silver ore. Ja, klar. Ja, Mensch, was ein Zufall. Ein Apex-Labor. Zack. Echt? Ja. Unterirdisch? Nee. Beschließen wir mal eine Tech-Card. Was? Nicht unterirdisch, oder was? Nee, ich bin schnellst auf einer Planeten. Zack, und fertig gescannt, na also. Ich bin dann mal weg. Ich hab zu tun. Und Müllcontainer kurz. Zane? Ja, ja, was? Bleibst du kurz da? Natürlich. La 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 la. Wie lange liegen die Sachen eigentlich rum, bis sie despawnen? Nur mal so für einen Freund gefragt. Scannen. Hinreichend eine Minute oder so? Ja, klar. Eine Minute nur. Hey, ich glaube, die bleiben ein bisschen. Ich weiß nicht, ist ob der das Server davon abhängig ist, wie aktiv der Chunk ist oder sowas, so wie das bei Minecraft ist. Hm, Nord. Ah, ein kleiner Locker, nehmen wir mit. Könnte auch sein. Und darunter gehe ich gar nicht erst, ich suche nämlich bloß Gift. Wiedersehen. Ah! Komm hier. Ich bin gleich wieder tot. Do not enter. YOLO. Oh, schon wieder diese Drecksviecher, haut ab. Ah, da war unsere Höhle. Was gefunden? Ja. So, ich bin nochmal noch ein halbes Jahr unterwegs, bis ich mein Zeug wieder hab. Tech Card. Und das ist ein Mensch, da war das Öl. Gegner? Was habt ihr? Pollen? Jetzt wird's merkwürdig. Oh, Fackeln, danke. Fledermaus. Wer hat in seinem Haus Fackeln im Schrank? Naja, für schlechte Zeiten. Ah. Okay, ich glaube, ich bin hier Fackel to go? Ja. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe einen Zombie-Affen gefunden. Learn to craft Flower Block.
Ich kann Blumen machen. Ich bin nicht hier unten lang, glaube ich. Hier sind keine Fackeln. Ich habe keine mehr. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich würde niemals Fackeln abbauen, die ich sehe. Dann packt irgendwas rum. Xane, wenn du jetzt meine Fackeln abgebaut hast und ich deswegen mein Zeug nicht mehr finde, dann... Das würde ich nie machen. Ich hätte doch überhaupt gar keinen Grund, so ein garstiges Verhalten an den Tag zu legen. Wie viele Manipulator-Module ist es dir denn wert? Sagen wir es mal so. La, la, la. Oh, ich habe einen... Oh. Ich habe ein EPP-Augment gefunden. Was? Damage, oh, cool, was macht das denn? Ein EPP-Module that slightly boosts your damage output. Wie viel? Oh, cool. Slightly. Ja, nee, ich meine die Stufe, die Stufe. Ah, hier war die Stelle, an der Xane begraben wurde. Und die Bezeichnung? Was begraben? Ja, Damage Eye Augment. Ah, Damage 1 also, okay. Achso, das soll ein 1 sein, okay. Nein, das ist ein Damage Ich Augment. Ja, okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendein Witz oder ja, so. Ja, ist okay, ganz praktisch, kann man. Oh, jetzt geht's tief runter. Wie viel bringt das denn? Naja, ein bisschen was. Ja, aber ich habe ja eh gerade keinen... Oh, war das Healing Water? Healing Water! Ja, damit. Alter, wieso ist das Viech so schnell? Wieso bist du so langsam? Du kennst doch die Regel. Du musst nicht schneller als dein, als der Löwe, nur schneller als Uwab neben dir. Was? Mhm. Nee, nee. Was redet der alte Mann schon wieder? Das erzähle ich dir dann bei der nächsten Safari. Au. Au. Doch. Das war knapp. Also. Damals hatte ich noch die Befreiungs-, die Sezessionskriege. Ja, genau. Vor langer Zeit. Der 30-jährige Krieg. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Dabei war das bloß ein Scherz zwischen mir und meinem Nachbarn. Also Brieftauben zugeschickt. Aber ich weiß nur das letzte Mal Silvester oder was? Nee, ich glaube, die habe ich nicht runtergebuttelt. Noch mehr Healing. Ja, genau. Blub, 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 blub. Noch mehr Healing. Was ist denn das hier? Kommt die Statue her? Egal. Oh. Oh mein Gott, nee, das mache ich jetzt bestimmt nicht. Erstmal hier schön das Affenlabor untersuchen. Ein ganzer Planet voller Rohrzucker. Und doch hier lang. Deckard. Bleib tot. Das gefällt mir. Das sollte öfter so funktionieren. Noch ein Haus. Wo sind wir denn hier? Ja, ich glaube, hier bin ich lang gekommen. Noch ein Manipulator-Modul. Mal damit. Nee, da nicht. Und eine Tech-Card. Warum auch nicht? Ja, halt ab. Das da könnte ich gewesen sein. Ist es direkt im Schwert gesprungen? Nein, das kommt nicht von mir. Sind aber süße kleine Monster. Meine Sachen. Ah. Woran bist du denn eigentlich gestorben? An irgendeinem Gegner, glaube ich. Ah. Ich dachte schon wieder Schuldbewusstsein oder so. Das auch. Die Schuldgefühle haben mich dahin gerafft. Ich habe schon wieder so viele Tech-Cards gefunden. Da habe ich mich schuldig gefühlt. Ja, das hilft nur der geordnete Suizid. Das hier? Ja, ah, das war ich. Oh, ein Floranerdorf. Wie hübsch. Was gibt's bei euch Schönes? Noch ein bisschen Erz, jawohl. Auf wen hat der jetzt geschossen? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Und ein bisschen Erz. Moment. Patrick, was soll das? Ich könnte jetzt den Master Manipulator gebrauchen. So ganz spontan. Ja, hier war das irgendwo. Noch ein Modul. Ich bin nur auf dem richtigen Weg. Hey, was kann man denn? Das hier. Aha. Empty Life Support Bot habe ich gefunden. Gesundheit. Noch zwei Manipulator-Module. Geht doch. Okay, Life Support Pod, der nicht empty war. Interessant. Da liegt mein Zeug. Echt? Boah, du hast es gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Hätte nicht gedacht, dass das noch passiert. Tja. Es gibt eben doch keine Gerechtigkeit im Universum. Ja. Erstmal was zu essen reinhauen. Jetzt sieht jetzt an dem gleichen Gegner nochmal. So 50. Der würde seine eigenen Überreste noch auffressen 100. Hier. Und darin Module finden. Ich. Nee.
Ich habe da tatsächlich Module gefunden. Jetzt bin ich wieder bei 9. Hoffentlich stirbst du. Darf ich mal festhalten, dass ich 22 habe? Nein, ich meine in meinen Sachen. Ja, ich habe das schon verstanden. Ändert nichts an meiner Aussage. Oh. Ja. Keine Sorge, ich suche auf dem nächstbesten Planeten Lava. Das oh, und Manipulator-Modul. Jetzt bin ich bei 10. Ich bin bei 23 jetzt. Ja, ich habe aber auch schon 4x4er Abbaugedöns. Deswegen will ich ja noch eins haben. Oh, ein Zweihandstab Level 5. Coolsäure. Aha. Mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr dafür, oder? DTV. Das ist entsperrt, aber wir können es verkaufen. Scheiß auf das Mushroom Sheet. Eine kleine Bongo-Trommel. I'm the King of Bongo Bong. Oh. Mama, what Queen of the Jungle. Das war erstmal das da lernen. Okay. Jetzt habe ich einen Platz. I'm the King of Bongo Bong. Ich kann mir irgendwie zu gut vorstellen, wie die Szene das Lied singt. So, wenn er zu Hause sitzt, im Wohnzimmer oder so. Und Langeweile hat. Nee, das habe ich mittlerweile auf dem Handy, wenn ich unterwegs bin. Ich habe auch auf dem Handy Langeweile. Das ist sowieso nee für unterwegs. Du musst ja die Idioten in der Straßenbahn irgendwie ausblenden können. Jetzt stell ich mir vor, wie ich in der S-Bahn sitzt und so vor sich hin sieht, I'm the King of Bongo Bongo. Nee, aber ich sitze schon das da und wippe so mit dem Kopf hin. Da. Das gibt's schon tatsächlich. Hm, interessant. Dann sitzt man an so einem Viererplatz ganz alleine, wenn die ganze Zeit... Ja, wenn alle anderen einen für verrückt halten, so kann man es natürlich auch machen. Lucifer, Son of the Morning, I'm gonna chase you down to earth. Wow, wow, aber was bist du denn für einer? Immer diese Selbstmordattentäter hier. Wir sind übrigens schon wieder bei 22 Minuten. Wir gehen hier erst raus, wenn ich meinen abgegradet habe. Das letzte Modul holen wir jetzt. Und wenn Exane seinen abgegradet hat? Ja, das hast du nicht gesehen im Internet. Gibt's doch jetzt Werbung für überall. Au, hau ab, Drecksvieh. Oh, das ist doch das Dreck mit dem Kühlschrank. Ich brauche jetzt keinen Kühlschrank, ich brauche die Waffen her damit. Jetzt hast du Spam-Mails bekommen. Möglicherweise. Wieso Spam-Mails? Ich suche sowas gezielt. Ach so. So macht man das heutzutage. Jetzt auch noch der Hunger, der mich da hinraffen will. Das ist ja immer... Essen wir erstmal etwas Schokolade, danke. Und noch ein gekochtes Hühnchen, warum nicht? Und ein bisschen Kaffee. Oh, ein bisschen Roastbeef, eine Pizza. Genau. Oh, 3 Molotov-Cocktails. So, aber da oben ist doch noch was. Was bist du für einer? Egal, du bist tot. Oh, noch ein Stab. So, und natürlich das letzte Modul kriege ich auf diesem Drecksplaneten. Nee, das ist doch wieder typisch. Verstehen die Zombie-Affen hier abbollern? Jawohl. Dafür muss jetzt gleich ein Vogel sterben. Oh, eine Tech-Card. Nein, da sollte ich glaube ich nicht drauf. Für diese Folge findest du jetzt gar nichts mehr, möchten wir mal festhalten. Bitte? Das ist jetzt. Oh, Pixel. Mehrheitsbeschluss, gerade demokratisch gewählt, du findest jetzt gar nichts mehr. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Nichts. Ob das Spiel sich dran hält. Gar nichts. Und wenn du was siehst, wirst du das freiwillig liegen lassen. Ja, klar werde ich das. Na Logo. Muss da irgendwo in Uwabs Raumschiff noch ein einzelne Tech-Card sein oder was? Oh, was haben wir hier? Eisplaneten. Ja, damit. Zack. Hilf mir, Turok. Was? Turok? Wer? Kennst du wieder nicht. Spiele-Klassiker. Er hat schon wieder Visionen, oder? Ja, ja. Flashbacks aus früheren Tagen. Nee, das heißt Wahnvorstellungen. Ach so. Stimmt. Kommt auf selbe hinaus, ne? Praktisch eben. Ah. Schneeplaneten. Gefahr, hat er wieder von den Pilzen aus dem Garten genascht. Ja, was soll ich sagen? Die wachsen halt die Häuserwand hoch. Den passenden Kopfschmuck gefunden dafür. Für was? Ich hab den Anfang nicht verstanden. SpongeBob. Ah. Tatsächlich. Also passend zu SpongeBob. Zieh mal an. Was zum Geier? Warte. Ich sehe das doch oben links dann. Ja, ich muss gerade mal kurz irgendwas aus dem Inventar rauswerfen, was Müll ist. So. Und ein Manipulator-Modul. Ja, damit. Ach so, das hast du gerade aus dem Inventar geworfen. So, ich habe ihn jetzt angefangen. Das ist sehr schön. Das? Den finde ich klasse. Ja. Ich glaub, den behalte ich. Den behalte ich gleich an. Was ist das denn? Ach, ein Upgrade-Module.
Boah, wieso ist der scheiß Server so langsam heute? Was ist denn los mit mir? Ich sitze so an der Quelle. Das muss doch bei mir gehen. Deswegen wundert es mich. Ich brauche ewig, um Zeug zu essen. Ich klicke da drauf. 21, 22. Oh, jetzt esse ich das mal. Okay. Das bauen wir mal alles ab, diesen Steampunk-Welt hier. Das gefällt mir. Ja, damit alles mitnehmen. Genauso mit der Waffe. Ich drück drauf. Oh, 21, 22. Ah, jetzt schieße ich mal. Nee, das Problem habe ich irgendwie nicht. Oh, ihr werdet mich jetzt gleich hassen. Ja. Bestimmt so. Tun wir sowieso, also. Ich habe eine Truhe gefunden. Ja, und? Du bist jetzt still. In dieser Truhe. Die beenden jetzt die Folge. Das war schön, dass ihr reingeschaut habt. Sind 3 Deckers und 5 Batterien. Ich werde jetzt erstmal upgraden. Naja, aber mit den Deckers kann man eh kaum was nutzen, nützliches machen. Oh Gott, ich muss ja erstmal. Ja, aber 3 in einer Truhe. Ja, das ist schon ein bisschen absurd. Ich bin ja. Oh ja, wir sind übrigens bei 25, 26 Minuten. Ich meine, ich kann jetzt 3x3 abbauen. Juhu. Oh wow. Oh, da drüben ist so ein Herausforderungsportal. Geh mal rein, geh mal rein. Leg ja, alle Tech-Cards und Module ab und dann gehst du da mal rein. Ich geh da so rein, ohne das abzulegen. Wenn ich es nicht mehr haben darf, dürfte ich es auch nicht haben. Sehr kollegial, wie immer. Ja, klar. Ich ein kleiner Kletschmann hier. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ja, das sagt er mir jetzt, wenn die Monster mich heimsuchen. Ja, das ist doch unglaublich. Tschüss. Bis dann.